Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich, falls ihr ein Anfänger auf Griefer Games seid, wie ihr mit diesen 6 Methoden, die ich euch in diesem Video vorstellen werde, am besten euer erstes Geld machen könnt. Der erste Punkt ist ein Punkt, wo man sagen kann, der gilt nicht für jetzt, der gilt nicht für einen Monat oder für ein Jahr. Das ist eigentlich so ein Punkt, den kann man immer machen. Und hierbei geht es ums Farmen, aber nicht um Erze farmen, um was weiß ich, Sandfarmen oder sonst etwas, sondern um Quarz farmen. Denn Quarz ist auf Griefer Games, geht immer weg wie warme Semmeln und wird aktuell auch sehr gut gehandelt. Also ihr könnt bis zu 25.000 Dollar, wenn ihr euch geschickt anstellt, pro Doppelkiste bekommen. Zum Demonstrieren bin ich gerade mal auf CD Build 5 gewechselt, denn ich habe hier einen Plot. Das ist auch wichtig fürs Quarzfarmen, damit ihr für eure Arbeit so möglichst viel Quarz rausbekommt, wie es nur geht. Denn als Anfänger hat man nicht gleich einen Feuerresistenz-Perk. Das habe ich aktuell auch nicht, obwohl ich schon jahrelang auf Griefer Games spiele. Für euch wäre es sinnvoll, wie bei mir, eine Feuerschutzrüstung zu machen. Ich habe hier zum Beispiel Feuerschutz 3 hier auf meinen Teilen. Und sonst habe ich Yeezys an, damit könnt ihr springen und schnell laufen, sind ganz easy zu craften. Und dann nehmt ihr euch eine Behutsamkeit-Spitzhacke und am besten noch mit Effizienz 5 und Haltbarkeit 3, damit es umso schneller und umso länger die Spitzhacke hält, umso länger könnt ihr sie halt benutzen. Die ist zum Beispiel Amboss Level 63, bedeutet, die kann ich noch einmal runterfarmen und dann kann ich sie nicht mehr reparieren. Am besten auch noch Blöcke, damit ihr euch an die Decke oder an die Wände bauen könnt, wenn es dort im Nether Quarz gibt. Und dann kommen wir auch schon zu den Servern, wo ihr am besten farmen solltet. Lohnenswert, also ich tue immer auf Farmserver Wasser mein Quarz farmen. Natürlich geht das genauso auf Farmserver Lava. Auf City Build 17 ist aktuell auch sehr, sehr wenig los. Also dort würde es sich wahrscheinlich auch lohnen, in den Nether zu gehen. Ich habe gehört, der Event-Server hat auch eine Nether- und Farmwelt. Also könnte das dort auch sehr ruhig werden. Da müsst ihr nicht so weit vom Spawn weglaufen, dass ihr direkt Quarz findet. Das Ganze baut ihr dann mit Behutsamkeit ab. Und wenn ihr dann keinen Bock mehr habt, platziert ihr das einfach wie ich auf einem Grundstück so. Und dann wartet ihr einfach, bis ein Drop Booster an ist, und zwar sind das die hier. Da steht da natürlich dann auch im Chat, dass der Drop Booster aktiviert ist, und dann nehmt ihr euch am besten noch eine Glück 3 Spitzhacke und damit bekommt ihr dann am meisten Quarz raus. Und circa 15 Minuten läuft dann der Booster und da könnt ihr auch schon, also ich tue im Durchschnitt hier 8 bis circa, ja, 10 Doppelkisten, sagen wir mal, farmen in 15 Minuten. Das Ganze müsst ihr dann noch zu Blöcken umcraften und dann habt ihr gute paar Doppelkisten. Circa 1-2 Doppelkisten müssen das, meine ich, sein, gut zusammen. Und das, wenn ihr euch geschickt anstellt, das sind dann schon mal 50.000 Dollar. Jedoch müsst ihr halt etwas Geduld haben, da ihr solche großen Mengen natürlich auch erstmal farmen müsst. Kommen wir zur zweiten Methode, und zwar den Orbhändler nutzen. Und damit meine ich alles hier, was es beim Verkäufer gibt, wenn ihr den Orbhändler noch nicht kennt. Hier könnt ihr so gut für fast alles, was ihr farmen könnt, ganze Erde, dann könnt ihr hier die ganzen Sandgeschichten, also so gut wie fast alles hier abgeben und bekommt dafür halt die Ingame-Währung Orbs. Und mit denen, ich habe jetzt hier aktuell zum Beispiel 2 Millionen Orbs. Ich farm aber auch nicht aktiv Orbs. Und dann könnt ihr zu dem Verkäufer gehen. Der spackt hier ein bisschen manchmal rum. Und dann habt ihr hier eben als Auswahl, was ihr alles kaufen könnt. Perks und Partikel spielen jetzt für uns keine Rolle, da ihr die schlecht verkaufen könnt. Partikel schon, aber die kosten um die 25 Millionen Orbs und sind vom preislichen her jetzt nicht so rentabel wie zum Beispiel Farming-Items, und damit meine ich die ganzen Werkzeuge, denn ich würde euch empfehlen, die zu kaufen von euren Orbs, denn dafür bekommt ihr um die 50.000 Dollar eben nochmal. Da rede ich aber jetzt von den kleinen Orb-Spitzhacken bzw. Orb-Werkzeugen für 5 Millionen Orbs, und für 30 Millionen gibt es die großen, die kosten natürlich dann nochmal einen Schwupps, ja, mehr, aber dementsprechend bekommt ihr auch mehr Geld. Aber ich würde euch empfehlen, die kleinen Orb-Werkzeuge zu kaufen und damit auch schon mal 50.000 Dollar abzugreifen. Wenn nicht sogar, wenn ihr geschickt seid, macht ihr das auch für 60.000, 70.000 Dollar. Falls ihr jetzt aber sagt, ja, Farm finde ich jetzt so ein bisschen öde,
Genau dasselbe geht auch mit Bauen, denn ich sehe es immer mehr, dass Leute eben welche suchen, Personen suchen, die Schematiker-Bauanträge annehmen und für die halt die eben bauen. Dabei werden euch die ganzen Materialien gestellt und ihr müsst nur noch bauen und bekommt dann am Ende das Geld. Umso mehr ihr bauen müsst, umso mehr Geld gibt es dann eben. Falls ihr nicht wisst, was Schematiker sind, das ist zum Beispiel das, was ich hier gerade geladen habe. Hier sind zum Beispiel die Blöcke, die ich schon platziert habe, und das ganze blaue, da kann ich jetzt durchfliegen, weil das noch nicht gebaut ist. Ihr müsst hier einfach nur die ganzen Blöcke setzen, wie es euch eben angezeigt wird. Und das sind die sogenannten Schematikas. Die könnt ihr über eine Mod benutzen, über Forge am besten, wie auch Mystery Mod, sowohl als auch Labby Mod, so wie ich es gerade benutze, funktioniert das Ganze. Und dann müsst ihr einfach nur die Vorlage nachbauen und bekommt dafür eben dann auch Geld. Als nächstes kommen wir zur offensichtlichsten Sache. Ich stehe zwar bei einem Bot-Shop, meine aber keinen Bot-Shop, sondern ihr könnt einen normalen Shop eröffnen. Damit meine ich jetzt nicht die ganzen normalen Items, die euch hier jetzt paar, ja, 50 Dollar einbringen. Für die Bot-Shops ist das rentabel, aber für euch als neue Spieler, die Leute gehen lieber zu einem Bot-Shop, wo sie gleich wissen, dass er schon existiert und fast durchgehend online ist, anstatt zu irgendeinem neuen Spieler zu gehen und nicht mal zu wissen, ob sie dann noch abgezogen werden. Deswegen würde ich euch empfehlen, verkauft Items, die jetzt nicht jeder Botshop verkauft. Damit meine ich nämlich wertvolle Items wie zum Beispiel Beacons, Dracheneier etc. Köpfe gehen zum Beispiel auch. Ein paar erschaffe Eier, die hat natürlich nicht jeder Anfänger, je nachdem, ob ihr welche habt oder nicht, verkauft ihr die dann. Oder was sich sehr lohnt, sind Kartenshops. Zum Beispiel gibt es hier die beim Botshop auch ausnahmsweise mal. Deswegen bin ich extra mal auf CB4 zum Shopbot gegangen. Da kaufen wir mal sehr gerne ein. Und ihr seht schon, für eine Karte 30.000 Dollar. Das sind jetzt natürlich keine Karten, mit denen ihr startet, weil das hier auch meistens Karten sind, die AC drauf haben. AC bedeutet Anti-Copy. Sowohl in Deutsch gesagt, die könnt ihr nicht kopieren, sonst könnt ihr ja Karten bis in ins Endliche duplizieren. Das geht bei AC nicht. Und ich würde euch empfehlen, dass ihr bei eurem Kartenshop auch auf die ganzen Karten mit dem Befehl /AC. Geht sogar gar nicht, da habe ich wohl gerade hier was verpennt. Aber dass ihr auf eure Karten AC drauf packt, damit die nicht einfach weiter kopiert werden kann und da ein neuen Kartenshop entsteht, der einfach dieselben Karten nur ein bisschen billiger als ihr verkauft anbietet. Es gibt sehr viele Kartenshops, aber am besten betreibt ihr den auch aktiv, damit die Leute eben wissen, dass man bei euch oft die Karten zu einem guten Preis auch noch ankaufen könnt. Ihr könnt kleine Karten sowie auch größere. Müsst ihr natürlich erstmal ein bisschen Geld rein investieren, aber das bekommt ihr am Ende eben auch wieder zurück. Der nächste Punkt ist die Events auf Griefer Games spielen, und damit meine ich jetzt nicht diese 1.8 Events. Die gibt es in letzter Zeit zwar ein bisschen weniger, rentieren sich jetzt aber auch nicht so sehr wie zum Beispiel die 1.16 Events. Denn dort gibt es immer Items, die ihr euch nach dem Event eben abholen könnt, wenn ihr bei dem Event eben was erspielt habt. Auf der 1.8 geht das mit /Event-Belohnung. Und dann gibt es da immer Items, die dann im Preis steigen. Das letzte Event war meiner Meinung nach das Mob-Farm-Event, und dafür gab es dann eben einen Pokéball, und die werden gerade schon gut für um die 100k gehandelt. Es gibt große und kleine, je nachdem, die größeren, wo man mehr erspielt hat, gibt es größere Pokébälle, die kosten dann natürlich mehr, aber damit könnt ihr eben gut Geld verdienen. Ich habe auch dieses Zoll-Event gespielt. Das Zoll-Event hatte 2 oder 3 Items, die man bekommen konnte, und inzwischen sind die auch schon bei 15.000, wenn nicht sogar schon im Preis wieder gestiegen. Es gibt halt Leute, die kaufen die Items sofort nach dem Event an. Tut das nicht, verkauft diese Items nicht nach dem Event, sondern behaltet die erstmal. Sei es 1-2 Jahre, so mache ich das auch, und verkauft die, wenn dann ihr die nicht haben wollt, eben nach diesen 1-2 Jahren. Klar kostet das ein bisschen Zeit, aber dafür bekommt ihr nämlich dann auch die Entlohnung. Wenn ihr jetzt schon etwas mehr Geld gesammelt habt, dann könnt ihr auch in Items investieren, die jetzt zum Beispiel schon etwas mehr wert sind, wie zum Beispiel Spawner. Da kommt es aber immer auf die Zeit an. Wann solltet ihr die kaufen? Und wenn es im Griefer Game Shop, der Echtgeld-Shop, wo ihr auch Ränge kaufen könnt, Kristalle gerade im Sale sind, dann werden sich die Leute schon Kisten kaufen. Und wenn in diesen Kisten, die aktuell draußen in Spawner drin sind,
dann habt ihr gute Chancen, dass die Spawner im Preis fallen. Und wenn ihr der Meinung seid, die Spawner können nicht weiter im Preis fallen, die waren zum Beispiel zu den Sommerkisten, meine ich, war das, die haben da am Anfang sehr gut gegönnt. Da sind die Spawner auf ca. 450.000 gesunken und da habe ich auch geraten für die Leute, die investieren wollen und auch gut investieren wollen, kauft Spawner und wartet dann wieder eine Zeit und jetzt sind sie ca. bei 600.000, 700.000. Das bedeutet, dass wir einen Gewinn von mindestens 200.000. Mit den ganzen Items, mit den Preisen durchzuschauen, ist für euch Anfänger vielleicht nicht so ganz einfach, aber dafür ist auch Abhilfe gesorgt. Ich schalte jetzt mal die Seite um und jetzt sind wir hier auf einer offiziellen Griefer Games Seite und zwar ist das wert.griefergames.de. Die Seite ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Braucht ihr einfach nur draufklicken und dann seht ihr zum Beispiel die Top-Items, was am meisten gehandelt wird. Und das sind die ganzen, ja, wertvollen bzw. üblichen Items, wie zum Beispiel Spawner, 600 bis 630.000. Beacons, sehr, sehr beliebt, kosten gerade 2,6 bis 2,9k. Da würde ich sogar empfehlen, die zu dem Preis aktuell nicht zu kaufen, weil ich bin der Meinung, die wären wieder im Preis sinken. Jetzt zwar nicht sofort, vielleicht auch nicht in einem Monat, aber ich bin der starken Überzeugung, dass sie wieder sinken werden. Dracheneier sind auch aktuell schwieriger Kurs, 12.000 bis 13.000. Ihr seht, die sind aktuell im Preis immer weiter gesunken. Gerade tut sich da auch nicht viel. Es kann gut sein, dass die wieder demnächst steigen oder noch weiter runtergehen, aber für mich sind das so kritische Items, wo ich aktuell nicht investieren würde. Hier könnt ihr auch nach einem Item suchen, wenn ihr hier nicht die ganzen Kategorien durchgehen wollt. Ihr habt hier zum Beispiel die Orb-Werkzeuge, die ich vorhin euch erwähnt habe. Da seht ihr zum Beispiel hier so eine kleine Orb-Axt, ist bei 50.000 bis 55.000 oder eine kleine Orb-Spitzhacke bei 50.000 bis 60.000. Das Ganze könnt ihr hier die ganzen Preise nachsehen. Hier habt ihr auch schon ein paar Kooperationen, zum Beispiel griefer.info, da kommen wir jetzt zu. Dies ist nämlich eine wirklich gute Seite und vor allem für Anfänger zu empfehlen. Vor allen Dingen der letzte Tab hier. Free Stuff. Ihr könnt euch kostenlose Items abholen. Ihr geht hier zum Beispiel zu Free Stuff. Ihr könnt ihr euer City-Bild auswählen oder auf alle, ist ja kein Problem. Und dann sucht ihr halt, welches Item wollt ihr denn gerade, beziehungsweise braucht ihr gerade kostenlos, zum Beispiel Yeezys. Und dann wird euch angezeigt, auf City-Bild Evil gibt es phwick-free und aktuell an 15 Yeezys, denke mal, soll das darstellen. Oder hier auf City-Bild 1, 6 oder so. Hier gibt es echt sehr viel, zum Beispiel Essen habe ich hier auch gerade gesehen. Da gibt es zum Beispiel Steak, wurde mir hier gerade angezeigt. Und dann wird euch vor allen Dingen die Essensstation, da gibt es inzwischen unendlich viele auf Griefer Games, also verhungern solltet ihr nicht. Da kommen wir aber auch zu dem nächsten Punkt und zwar Bot-Shops. Und zwar meine ich da nicht die Verkaufsbots, sondern die Ankaufbots. Und zwar stellen wir das auf alle. Und dann seht ihr auch, welcher gerade online ist und welcher nicht. Und da seht ihr halt, welcher Bot kauft von euch Items an und gebt euch dafür Geld. Dazu wäre natürlich auch Griefer Info eine gute Verbindung. Ganz gut zu sagen, Griefer Info hat nicht immer die besten, die haben nicht immer den aktuellsten Preis auf deren Website gelistet. Bedeutet, das Item kann mal mehr oder mal weniger wert sein. Am besten fragt ihr dazu auch noch den Chat. Gibt natürlich da auch ein paar Leute, die reinschrollen wollen. Aber hier seht ihr eben die Ankaufbots und dann müsst ihr eben schauen, wer von diesen Bots möchte euch gutes Geld für eure Items geben oder wer möchte euch eben nur abzocken? Ungefähr seht ihr das in Griefer-Wert-Infos. Wenn ihr am Traden seid, dann benutzt die sogenannten Mittelsmänner. Die haben meistens ein Grundstück mit zwei Truhen und dann kommt derjenige, der kaufen oder euch etwas verkaufen möchte oder ihr kauft etwas an, je nachdem. Dann geht zuerst das Geld von dem, der kaufen möchte, an den Mittelsmann. Das ist ein Unabhängiger. Ich habe hier zum Beispiel das Slappy Mod Add-on drin. Zum Beispiel sehen wir hier der Lennox. Das ist ein verifizierter Trusted MM. Bedeutet, der ist bestätigt, dass der nicht scammen tut. Das Add-on gibt es für Slappy Mod. Das gibt es auf dem Scammer Radar Discord. Die Discords sind auch immer auf der Griefer Info Seite zum Beispiel auch verlinkt. Und dann wird euch eben angezeigt, ist das ein Trusted MM oder wenn wir hier in die Tablist sehen, dann steht aktuell ist gerade sogar gar kein Scammer in der Liste. Dann wird nämlich vor den Namen, die auch in der Scammer Liste sind, eben angezeigt, tut er euch abzocken oder eben nicht. Klar, nicht alle Scammer sind in dieser Liste, aber die
die geprüft wurden. Dann geht eben das Geld an den MM. Am besten nehmt ihr einen Trusted MM, wo ihr euch dann sicher sein könnt, dass er euch nicht abzieht. Entweder gebt ihr das Geld, wenn ihr kaufen möchtet, oder euer Ankäufer, der gibt das dann an den Mittelsmann. Dann tut euch der Mittelsmann trusten. Ihr tut das Item rein oder der andere, je nachdem. Dann tut er das im Normalfall rausnehmen und in die zweite Kiste legen. Warum in eine zweite Kiste? Es gibt Bugs, Methoden, wie man auf diese Kiste dann trotzdem noch zugreifen kann ohne Add, und deswegen eben zwei Kisten. Nachdem das Item dann rausgenommen wurde von dem Käufer, wird das Geld an den Verkäufer gegeben und die ganze Geschichte ist abgewickelt. Ich werde euch die ganzen Seiten in die Beschreibung legen, damit ihr auch wisst, dass es die offiziellen Seiten sind. Es gibt auch Leute, die mit Cosmetics handeln, aber die sind für euch Anfänger eher unrelevant. Ansonsten habt ihr noch Methoden, wie man als Anfänger am besten Geld verdienen kann, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Schaut gerne noch bei mir auf Twitch vorbei für Livestreams. Ansonsten lasst dem Video eine Bewertung da und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag hier 15 Uhr wieder. Haut rein und ciao, Leute.